Hallo und herzlich willkommen zu Prison Architect. Und ich muss es noch starten, aber man sollte gleich was sehen. Ich glaube, es startet schnell. Und? Na, doch nicht so schnell. Jetzt aber. So, Options. Gefängnisladen. Twitchstream.prison. Bingeling. Und da sind wir auch schon wieder. Jawohl. Und damit nochmal herzlich willkommen zu Prison Architect. Genau, Prison Architect. Unserem kleinen Gefängnis. Heute Abend ein Feierabendknast. So. Was sollten wir denn jetzt machen? Mal schauen. Wir hatten beim letzten Mal noch hier die ganzen, ich will immer Quests sagen, aber das sind ja Subventionen oder Grants im Englischen. Habe mindestens 5 Wachen ohne eine Aufgabe. Na, das können wir doch wahrscheinlich durch eine weitere Wache. Jawohl, perfekt. Eine weitere Wache ist drin. So. Dann einen Personalraum und einen Besuchsraum brauchen wir. Ah ne, Besuchsraum haben wir doch. Wow, der wird ja... Der wird ja hier angenommen. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Die Forschungen sind fertig, wie ich höre. Dann mal gucken, was wir als nächstes forschen. Am besten die Sicherheit, oder? Ich glaube, die macht in einem Gefängnis durchaus Sinn. Und hier, ja... Die kann mal... das forschen. Das ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. Was ist Klonen? Da kann man Gebiete klonen. Warte mal, Zwangsarbeit. Damit können wir die Gefangenen arbeiten lassen. Das ist gut. So, er forscht das. Die können nichts forschen, die beiden. Dann reicht das erstmal. So, gut. Ui. Flitzender Hausmeister. Was macht denn allgemein die Sauberkeit hier? Es geht, ne? Ja gut, hier, der Psychologe, der saut wiederum meine Fresse. Schwein. Psychologes Büro. Macht der überhaupt gerade? Nix. Naja. Gut, dass wir einen haben, der nix macht. Besuchsraum haben wir. Baue einen Personalraum. Gucken wir doch mal. Personal. Mindestens 4x4. Wo könnten wir den denn mal hinbauen? Pass auf, den Personalraum bauen wir mal. Ich nehme mal wieder den Planungsmodus. Oh, was ist das denn? Wenn wir den jetzt hier mal einfach so in die Richtung ziehen, das wären dann auch 5. Pass auf. Wir machen den mal so. Oh, hallo Dr. Spam. Hallo zusammen. Ich glaube, du bist der Einzige gerade. Aber hallo, hallo, hallo. Freut mich, dass du da bist. Personalraum wollte ich bauen. Ja, genau. Das könnte man doch so machen, ne? Wenn wir da einen Personalraum draus machen. Obwohl, warte. Ziehen wir mal einen weiter, weil dann können wir theoretisch... Ne, können wir auch nicht. Wir müssen den 2 weiterziehen. Dann können wir nämlich den Generatorraum da hinten auch irgendwie mal verplanen, dass der innenliegend ist. Ja, das geht. Und dann würden wir sagen... Hier ist noch eine Tür. Und hier kann ja auch eine Tür sein. Ich habe noch einen zweiten Zuschauer. Echt? Oh. Ich benutze hier immer Chatty. Also hallo zweiter Zuschauer. Auch schön, dass du da bist. Ich benutze immer Chatty. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass Chatty nicht immer aktuelle Infos anzeigt. Bei Fragen stellen, du bist geübt in Prison Architect. Das ist... Sehr gut.
Okay, pass auf. Wir bauen jetzt mal hier schon mal die Dinger hin. Das Fundament. Dann kommt hier eine Personaltür hin. Und hier eine normale. So. Benötigt Eingang. Hat doch aber... Ach so. Nee. Bauen die jetzt die Tür dahin? Doch, in Bearbeitung. Die werden doch jetzt... Da kommen sie doch schon. Ja. So, dann haben wir den Personalraum. Vorfälle erwarten einzelhaft ein. Was heißt denn das? Erwarten einzelhaft ein. Also, dass wir einen für einzelhaft erwarten. Aber die haben doch eh alle einzelhaft nur. Da gibt es ja spezielle Zellen für. Wir können halt ein Dormitory bauen. Da kann man mehrere Gefangene gleichzeitig unterbringen. In so Hochbetten. Abfall haben wir. Was haben wir denn noch nicht? Da müsste ja nichts drunter stehen. Eine Kapelle, Anhörung, Einlieferung. Hierhin werden deine Gefangenen als erstes eingeliefert. Ich warte damit noch, bis wir da vielleicht eine Dings kriegen. Achso, habe kein erschöpftes Personal. Das hat sich auch erledigt. Sehr schön. Können wir eigentlich mal kurz warten, bis die hier fertig sind. Die müssten aber Strom kriegen hier, oder? Nicht? Na dann, Kabel. Von hier. So, vielleicht reicht das schon. Ach, da fehlen noch Wände. Haha. Ziegelmauer. Patsch. So. Okay, Finanzen können wir uns mal angucken. 1406 machen wir plus pro Tag. Oh, Moment. Ne? Was ist da los? Keine Musik? Jetzt aber, oder? Ja. Was war denn da los? Huch. Aus dem Spiel rausgetappt. So. Ach ja, beruhigende Feierabendmucke. Sehr schön. Der Psychologe saut immer noch rum hier. Kann da nicht mal ein Hausmeister hin? Wo ist die denn? Hat die frei? So, hier ist die Einlieferung, die Lieferung. Ist hier was fertig geworden? Nee. Da ist die Lieferung, Einlieferung. Weiß nicht. Ob das jetzt schon Sinn macht? Ach, guck mal. Hier unten ist alles fertig. Dann Räume, Personal. Zack. Was brauchen wir denn hier? Breites Sofa und ein Getränkeautomat. Können die gerne haben. Breites Sofa. Da verpassen wir denen direkt mal ein paar mehr. So. Und so. Und Getränkeautomaten. Da. Quatsch. Radio, ja, natürlich. Sollen sich auch wohlfühlen hier. Kommt dahin. Vielleicht noch ein Fernseher. Ne, Fernseher nicht, ne? Fernseher wäre voll übertrieben. Guck mal, kommen sie alle mit den Couchen. Ja. Ah. Couchen, Getränkeautomaten, karren die alles so ran. Wie viel Geld haben wir denn noch? 11.000. Wir kriegen ja gleich wieder 10.000. Und zwar jetzt. Bingelingeling. Da sind sie.
So, den Rest können die ja noch hier rankarren. Und was ich noch machen wollte. Wie teuer ist denn das? Warte. Parkett. 50 pro Quadratmeter. Ja, da bin ich noch gerade ein bisschen zu kniepig für. Wir gucken jetzt nochmal in die Subventionen. Da. Automatisches Speichern, müssen wir kurz abwarten. Da war's. Das ist in Arbeit. Dann. Weißt du was? Ich nehme die einfach mal von oben nach unten, oder? Generelle Instandhaltung und Pflege im Gefängnis sind wichtig für die Sicherheit des Personals und der Insassen. Stelle das benötigte Personal ein, um dein Gefängnis sauber und ordentlich zu halten. Wartung, Reinigung, Gartenpflege, Vorarbeiter. Das dauert aber wegen der Forschung. Aber obwohl, wir können es eigentlich mal annehmen. Bingelingeling, können wir schon drei? Nein, können wir noch nicht. Alles in Arbeit, genau. So. Dein Internet ist abgeschmiert. Hat der Router sich resettet? Das ist immer ganz schön. Wo ist denn die Reinigungskraft, Herrgott? Ah. Hallo? Hier ist alles dreckig, Mädel. So eine Frau, ne? Das ist eine Frau. So, wir haben 6 von 10 Gefangenen. 4 Stück kommen noch. Okay. Der Herr Kersdorf. Eieieiei. Muss man direkt mit dieser Frage den Abend versauen, Herr Kersdorf. Oh. Herr Kersdorf, ich habe Sie eben noch nach links abbiegen sehen. Genau. Wende dich bitte an Dr. Spam bei Tipps. Oder um ein Easter Egg zu zitieren. Bravo, bravo, Charlie, we need a doctor. Oder nee, bravo, bravo, Charlie, the doctor is coming. So war's. Da fälsche ich hier noch die Easter Eggs. Was ist das? Okay, da habe ich eine Frage. Moment, ich versuche sie mal zu formulieren. Warum? Warum liegen hier jetzt Polaroids rum? Ich meine, er war angezogen auf dem Polaroid. Das ist ja schon mal was. Kann man die jetzt hier sehen irgendwo? Personal? Bla 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 bla. Muss ich da irgendwie vielleicht Rechtsklick? Nee. Warum? Hä? Warum lag da ein Polaroid? Schafft die eine Reinigungskraft das wirklich? Ich meine, es ist schon sehr dreckig hier. Ich hätte am liebsten noch eine zweite. Hausmeister. Zack. Platsch. Oh, was ist das denn? Ein bärtiger Mann. Der sieht sehr erfahren aus. Kann ich mir den angucken? Nein. Was machen eigentlich unsere Knastis da oben? Die haben jetzt Duschen. Ah, Duschen, da fällt mir auch was ein. Duschen ist ja noch hier. Das ist scheiße. Wir sollten... Warte mal, ich will wieder alles auf einmal machen hier. Okay, die Angestellten gehen jetzt in den Pausenraum. Das ist sehr schön. 2 Familien warten auf Besuch. Wo denn? Hier ist doch Besucherraum. Die können doch hier reingeleitet werden und die Gefangenen hier. Gefangenen kann man hier auf 15. Das sollten wir vielleicht machen. Da kriegen wir Kohle. Wie viel haben wir denn hier? Hier haben wir immer 15. Das wären dann 20.
Okay, pass auf. Was mach ich denn hier? Dann erweitern wir hier auch mal direkt. Was will ich? Was will ich? Ich will eine große Gefängnistür. Groß. Groß? Groß. Da. Uah. So nach der Arbeit ist man dann doch schon ganz schön verpeilt. Vier, drei, zwei, eins. Und dann müsste erst der Bus kommen. Bing, da kommen die Gefangenen. Ach, da kommen auch die Familien, ne? Besucher. Ah. Ach so, 8 Uhr. Ah. Die kommen um 8 Uhr. Alles klar. Was ist denn das? Stapel. Beinhaltet Zutaten. Ich dachte, da kommen Gefangene. Kommen die noch nach? Ach, da oben. Gefangenenbus. Ja. Sehr schön, sehr schön. Dann kriegen wir die Zellen auch schon mal voll. Wenn die da mal mit Bauen fertig sind, dann... Oh, oh, hier ist offen. Gefällt mir gerade nicht. Die sollen den Müll da mal wegkarren. Ich baue doch da keine Sicherheitstür hin, damit die da einen Mülleimer, Müllsack hinstellen. Hallo? Da kommen die Besucher. Ach, die Besucher müssen jetzt auch hier reingelassen werden. Ich dachte, die könnten mit dem Personal hier unten durch vielleicht. Wie viel passen hier drauf? Immer 4, ne? Dann haben wir hier 16. Brauchen wir auf jeden Fall für später noch Einrichtung. Bank. So, und einen großen Tisch. Soddale. Hoffentlich reicht das. Krankenschwestern? Was machen die da? Ach, müde. Die geht sich ausruhen, alles klar. Und die zwei Reinigungskräfte schaffen ja echt nicht alles sauber zu halten. Was sind die laut? Aber jetzt, und? Nicht fertig? Ach, der Baum noch. Auch alle müde? Ah. Nein! Das finde ich ein bisschen suboptimal immer, dass wenn man das Fundament hier drauf zieht, dass die Wände dann auch mit abgerissen werden. Das ist, obwohl fliehen können sie ja nicht. Hier liegt zwar noch ein Müllsack auf der Wand drauf, das ist aber auch noch nicht fertig, oder? Hier sind schon Lampen, klar ist das fertig. Die Blaupausen irritieren mich. So. Was haben wir denn noch? Eine Angestellte erschöpft. Besucher. 4 Besucher in 2 Gruppen zugegen. Ah ja. Apostrophs Mutter. Apostrophs Freundin. Apostrophs Vater. Weißt du was? Warte, ich guck mal kurz. Blablabla. Sprache. Oh, Deutsch. Was ist denn jetzt los? Oh, oh. Juhu. Mann, das läuft ja sehr gut. Achso, beim letzten Mal habe ich übrigens gesagt, das ist noch Early Access, ne? Das stimmt ja gar nicht mehr. Das ist ja schon voll draußen. So, jetzt hoffe ich mal nicht hier, dass, dann probiere ich es jetzt als allererstes mal. Option, Sprache. Der schmiert ab, wenn ich die Sprache umstellen will. Was ist das denn? Ist da eine bei, die kaputt ist? Das kann natürlich sein. Warte, ich schieße ihn nochmal ab. Ah, nee. Jetzt geht's.
Zack. German. Von Deutsch auf German. Auswählen. Hallo? Mod-Abweichungen gefunden. Deutsch. Inaktiv. Aktivieren. Jetzt spielen. Ah. So, jetzt gucken wir uns nochmal die... Ach, die Besucher sind jetzt noch wieder mal gar nicht da. Na super. Ah, Narf. Bauen. Das Ding da unten ist aber da, ne? Der Personalraum ist da. Sehr gut. Einrichtung. Große Tür. Zack. So, und jetzt mal hier. Komm, gib mal Gas.